Ja, hallo, ist das Hemmschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Meine vielen Kurse rund um Beziehung, Dating, Verlustangst, Bindungsangst findest du auf liebeschipp.de und abonniert mir gerne meinen Kanal und so weiter. Liebeschipp gibt es auch auf Facebook und Instagram. Heute gibt es das Thema, ja, Probleme nach einem warmen Wechsel in einer Beziehung. Das ist jemand, der schon öfter geschrieben hat. Das letzte Video war, ist auch, und auch glaube ich im Titel Warmer Wechsel. Und da geht es jetzt entsprechend weiter. Es war halt, ja, dass die Frau hier, die Schreiberin, einen Mann gedatet hat, der wirklich aus der letzten Beziehung direkt raus in die neue Beziehung. Und das gilt ja, auch wenn die Forschung das glaube ich bisher nicht belegt hat, aber es gilt aus meiner Sicht auch als doch irgendwie problematisch. Und erst gab es dann so die Frage, ob die Schreiberin da nicht doch noch vielleicht ein bisschen zu viel, glaube ich, fast Forwarding gemacht hat und zu sehr das vorangetrieben hat und zu viel Druck gemacht hat. Den hat sie jetzt rausgenommen und jetzt sieht sie halt so das Ergebnis, dass dann, ja, dass es eben doch nicht nur an ihr liegt so. So, hallo Christian, ich melde mich nochmal im Anschluss an mein letztes Video, Warmer Wechsel, Dating nach toxischer Beziehung. Wir hatten nach der Trennung eine Woche keinen Kontakt. Ich habe deine Worte, also da war jetzt schon die erste kleine Trennung so. Ich habe deine Worte reflektiert, mit diesem langsamer angehen lassen und kann dir nur zustimmen. Ich habe es einfach nicht geschafft, auf meinen Verstand zu hören, habe mich so sehr nach ihm gesehnt. Ich wollte erst stark bleiben, nicht bei ihm mehr melden. Doch dann habe ich erfahren, dass er wieder bei Tinder angemeldet ist und konnte es nicht glauben. Gut, deswegen sage ich immer, kein Kontakt, keine Informationen, weil diese Sachen machen dann immer fertig. Ne? Deswegen sage ich auch immer, WhatsApp, auch den ganzen Chat löschen, dass man die Profilbilder nicht mehr sieht. Das kann so herzzerreißend sein, wenn dann ein paar Foto auseinandergeschnitten ist und der Teil ist dann das neue Profilfoto. Und ach, das ist alles so schrecklich und ja. Und wenn ihr Freunde habt, dann sagt ihr, ich will gar nicht wissen, ob jemand wieder bei Tinder angemeldet ist. Das ist so, das triggert so stark. So, wurde schwach und habe ihn kontaktiert. Ja, das ist so häufig wirklich einfach offen gesagt, was ich fühle und er auch. Gut, jetzt muss ich sagen, wenn jemand wirklich, wenn so eine Beziehung so auseinander dödelt, wobei jetzt nicht klar ist, wer hat da jetzt welchen Anteil dran, weil irgendwie vielleicht beide und jemand dann sofort wieder auf Tinder ist, würde ich persönlich die Finger davon lassen. Aber gut, wir machen alle unsere Erfahrungen hier, alles gut. So, schauen wir mal weiter. Dass er verwirrt ist, nicht weiß, was er will, dass er weiß, dass er das mit Tinder scheiße ist. So, hier sind schon völlig konfuse Sachen. Also das übersetze ich jetzt mal. Er schreibt, er ist verwirrt, er weiß nicht, was er will. Das heißt für mich, ich date jetzt direkt weiter und sehe zu, dass ich möglichst schnell die nächste Frau ins Bett kriege. Das heißt dieser Satz. So, das mit Tinder ist scheiße, heißt übersetzt, das mit Tinder ist anstrengend, aber ist gut genug dafür, wieder die nächste Mädel ins Bett zu kriegen. Das ist die Übersetzung. Nichts anderes. Er aber nicht allein sein kann. Das bedeutet, er kann nicht allein sein. dann auch, dass er mich vermisst. Oh. Ich vermisse dich gerade so sehr, dass ja auch du gut genug bist, meine Einsamkeit zu lindern. Heißt das jetzt so? Also immerhin vermisst er dich nicht so sehr, dass er nicht wieder auf Tinder geht, ne? Aber gut, kann man auch positiver sehen. Vielleicht war auch, könnte jetzt denken, vielleicht hat er auch Schmerzen, Liebeskummer und versucht den zu, da ein Medikament draufzusetzen und so weiter. Ja, wir sahen uns per FaceTime lange in die Augen und ich danach im Flieger in seine Stadt, was wir beide wollten. Wir fielen uns um den Hals, hatten Sex und wollten es nochmal versuchen. Gut, wenn man jetzt schon ahnt, dass der andere vielleicht doch ein bisschen mehr damit zu tun hat mit so einer Trennung, dann würde ich ja immer sagen, derjenige kann ja bestimmt schon zu dir kommen irgendwie. Also, aber gut, da kann man drüber diskutieren, wenn man selber nicht so sicher ist, ob man selber auch einen Anteil daran hatte. Aber gut.
Er löschte in meiner Anwesenheit Tinder und wir redeten nochmal über das, was war. Ich sagte ihm, dass es mir leid tut, dass ich mich in so ein Ex-Thema eingemischt habe, dass das mit dem Umzug zu überstürzt war und dass wir es eben langsam ehrlich in Ruhe angehen wollen. So, hat er sich denn auch entschuldigt? Frage ich jetzt mal so. Oder nur du? Es fühlte sich aber irgendwie ambivalent an. Einerseits war er wie vorher nah, liebevoll sich kümmernd, doch dann immer wieder distanziert und gefühlt am Zweifeln. So, wenn jemand jetzt ein Minuspol ist, egal ob das mangelndes Interesse oder Bindungsangst ist, dann ist es immer Ambivalenz. Das ist ja nicht Angst, ne? Das zeigt sich ja als Ambivalenz. Und das genau haben wir hier, ne? Das sprach ich dann an und er sagte, dass er mal für sich allein in Urlaub fahren will, um seine Gedanken zu sortieren. Boah. Das heißt übersetzt, obwohl wir gerade wieder zusammenkommen gekommen sind, bin ich so wenig verliebt, dass ich so einen Scheiß erzählen muss. Ja. Gut, er will dir sicherlich nicht wehtun, aber im Grunde genommen sagt das jetzt schon wieder, ja, eigentlich hätte ich gern nur lockere, distanzierte Beziehungen, dass ich mich nicht alleine fühle, aber um mich wirklich einzulassen, da habe ich viel zu sehr Angst vor, so, ne? Ja. Gut, darum bestärkte ich ihn, dann folgten Tage zusammen, Nähe, Vertrautheit, doch dass er mich liebt, sagte er nicht mehr. Ja, ist gut, dass du auf diese Details achtest und ist gut, dass er das auch nicht aus Manipulation sagt, das finde ich gut. Ich wollte auch nicht mehr pushen und wollte den Dingen, wie du sagtest, in Gelassenheit und Freiheit ihren Lauf lassen. Perfekt. Dennoch wollte ich ja auch eine Beziehung, weiteres Kennenlernen mit einem gesunden Maß an Verbindlichkeit, zum Beispiel das nächste Wochenende planen, gerade weil wir eine Fernbeziehung haben. Super, machst du genau richtig, genau wie ich das vorschlage. Ja. Du hast dich selber ja nicht unter den Bus schmeißen hier, ne? Dann sagte er zu und sagte ein paar Tage später wieder ab. Gut, das wäre jetzt wieder der Punkt, wo ich sagen würde, weißt du was, ey, bleib oder Pfefferminz. Oder auf eine nette Art vielleicht. Das wird mir schon wieder reichen, ey, dieses Absagen von Dates. Ich hasse, ich habe das immer gehasst. Ich meine, jeder kann sich das anders überlegen, aber man muss es echt nicht mitmachen irgendwie, ne? Es ist. Also die Dates, die ich in meinem Leben abgesagt habe, das waren einige. Ich glaube, die kann ich an zwei Fingern einer Hand abzählen, wirklich. Naja. Gut, aber ich bin wahrscheinlich zu oldschool irgendwie. So. So, er sagte ab, dass er jetzt doch Zeit für sich will und am Wochenende allein sein. Ihr seid gerade wieder zusammen und dann so ein Scheiß, wirklich echt. Vor allen Dingen, ich meine, ich bin natürlich völlig verdorben jetzt hier durch meine Arbeit. Ich denke, ich würde ja dann jetzt immer denken, was läuft da? Meldet er sich wieder an auf Tinder? Warum will er allein sein? Er kann doch gar nicht allein sein. Warum will er allein sein? Das würde ich jetzt denken. Was ein Scheiß, echt. Ich habe Verständnis gezeigt, aber gesagt, dass er bitte nur noch zusagen soll, wenn er es will und das auch machen. Das ist jetzt fast schon wieder, also jetzt rutscht du wieder so ein bisschen in die andere Seite. Das ist fast schon Überverständnis, finde ich so. Aber kannst ja eh nichts machen, ne? Er versprach das so zu tun. Er meldet sich auch immer, wenn wir nicht zusammen waren, schrieb liebe Dinge. Ja, das dauert 5 Sekunden, ne? Und wir trafen uns. Wiederholt hielt er getroffene Absprachen nicht ein. Also wenn sowas zweimal passiert, ey, ist wirklich. Mach nochmal deine Dealbreaker-Liste. Gemeinsamer Geburtstag und Urlaub. Stattdessen ging er mit Freunden feiern und sich betrinken. Ja, das hört sich nach Spaß an. Vor 2 Wochen haben wir dann bei mir schöne Tage verbracht, gekocht, Spaß gehabt, alles war gut. Ich hatte noch Zugang zu seinem Handy, ließ aber konsequent die Finger davon. Sehr gut, du brauchst das gar nicht. Das ergibt sich hier schon alles. Sprach auch die Ex nicht mehr an. Ich wusste nur, dass sie noch sporadisch in Kontakt wegen des Möbelverkaufs aus der Wohnung waren. An sich hatte ich gut mit einem. Wir lassen es langsam angehen, umgehen können, doch ich spürte zunehmend eine Unruhe bei ihm, die sich durch Launenhaftigkeit und erst Zusage, dann Absage äußerte. Ja, es kriegst du ja dieses heiß-kalt, Push-Pull, kannst du nichts machen. Und du hast ja auch die richtige, also jetzt, wo du deine Seite bereinigt hast, hast du auch eine sehr saubere Wahrnehmung, was da passiert, ne? Das ist total gut. Ich sprach es in Ruhe an und sagte, dass er einfach ehrlich sein soll und ich mit diesem Hin und Her nicht umgehen kann. Er sagte, er will mir nicht vor den Kopf stoßen und absagen, doch dann merkt er, dass er das Zugesagte doch nicht will.
Es ist im Prinzip in Ordnung, also er kann das ja, ne? Aber es ist die Frage, ob das für dich das Richtige ist, und das glaube ich nicht, ne? Und dann kam es, er sagte, dass er die Zeit mit mir genießt, ich ein toller Mensch, eine tolle Frau bin und er auch eine exklusive Beziehung mit mir will. Also wenn sowas jemand schon sagt, oh, hätte man auch ein Übersetzungsvideo raus machen können. Das ist im Grunde genommen, ey, ich stehe doch nicht so auf dich und dann sag mal sowas, du bist eine tolle Frau, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Jeder Mann kann froh sein, wenn er dich hat, nur ich interessiere mich nicht mehr genug für dich. Ach, aber es ist wahrscheinlich nett gemeint, dass er dir nicht wehtun will. So, jetzt kommt's aber, er auch eine exklusive Beziehung mit mir will, doch andererseits will er keine Verpflichtung haben, keine Verantwortung übernehmen und tun, was er will, was er 8 Jahre lang nicht tun konnte. Oh, das heißt, so, wie soll ich das mal sagen? Ich würde gern schwimmen gehen, aber das Wasser soll mich nicht nass machen. Ich würde gern Eis kaufen, aber möchte kein Geld dafür bezahlen. Was können wir noch machen? Ich möchte gern nackt durch den Schnee laufen, 3 Stunden, aber ich möchte nicht frieren. Das macht keinen Sinn. Diese Aussagen machen überhaupt keinen Sinn. So. Er hat von den Jahren nur ein paar mit seiner Ex zusammengelebt, sie betrogen, was sie nicht weiß, und mit seinen Jungs gehaust. Ob das eine richtige Beziehung war, ist fraglich. Ja, past events form future trends, ne? Er weiß auch, dass das scheiße ist, aber so fühlt er gerade und ob mir das reicht. Also er ist wenigstens ehrlich hier, ne? Einigermaßen. Mir kommt es vor, als würde er eine Art Quarter-Life-Crisis haben. Jetzt gehst du in Analysemodus. Ey, mach das nicht. This is not your business. Alles in Frage stellen, nicht wissen, was er will. Ich hatte das Gefühl, dass er gar nicht bei sich selbst ist. Who cares? Ist nicht dein Problem. Versuchte zwar Verständnis zu haben, doch wollte auch meine Standards nicht untergraben und meinte, dass ich es okay finde, wenn wir es eben langsam angehen. Doch eine gewisse Verbindlichkeit gehört zu einer Beziehung. Ja. 100 Punkte. Ein Kennenlernen und Zusammensein. Es war ein Dilemma. Ich wurde unsicher, erklärte auch offen, dass er eine schwache Stelle in mir antriggert und ich gar nicht mehr weiß, wie ich mich verhalten soll. Erst bemühte er sich, indem er für mich da war, mir Raum gab, meine Ängste zu artikulieren, mich immer wieder beruhigte, dass er das mit uns will. Ja gut, das ist jetzt langsam ein bisschen doof. Ne? Er hat ja gar nicht gesagt, er will es nicht. Letzte Woche hatte er in Frankfurt einen Geschäftstermin und war 2 Tage bei mir, die sehr schön waren. Wie man sich eine harmonische Beziehung vorstellt. Also wir steuern hier so langsam wieder in Richtung Freundschaft plus, was ja immer, ist ja immer das Gleiche. Ne? Es ist erschreckend, wie ähnlich das läuft. Dann flog er zurück und feierte eine Abschiedsparty eines Kollegen. Ja, meldete sich nur noch wenig bei mir. Es brach Panik, extreme Verlustangst bei mir aus. Ja, aber das liegt nicht nur an, das sind natürlich deine Emotionen, aber ja, das ist ja auch verständlich, ne? Ich telefonierte hinterher. Ich weiß, Fehler, ach, weiß ich nicht. Und er war kalt, abweisend, auch das letzte Wochenende war er mit Kollegen zelten. Meldet er sich mal wieder mit lieben Nachrichten, aber irgendwie war er anders. Dann teilte er mit, dass er keine Beziehung will, keine Verantwortung übernehmen mag, dass er weiß, er war verantwortungslos die letzten Wochen und hat sich vielleicht in was reingesteigert. Okay? Hat sich halt unsere Trennung nichts geändert hat, dass er noch an seine Ex denkt. Nicht, aber dass er sie zurück will. Ja, das versteht alles kein Mensch. Also ich kann jetzt auch nicht erklären. Also offensichtlich ist er sehr durcheinander. Dass er gerne mit der Ex ein klärendes Gespräch führen wird, um das abzuschließen und vielleicht eine freundschaftliche Ehe mit ihr zu haben. Das ist kompletter Bullshit. Also, ich glaube das nicht, aber ich bin ja nicht allwissend. Solange kann er sich nicht auf was Neues konzentrieren, ja, aber er kann auf Tinder rumhängen, ja. Ich erkannte ihn nicht wieder, aber ich blieb ruhig, zeigte Verständnis, weil ich so eine Situation schon mal hatte und es schwer ist, jemanden loszulassen, der ihn lange begleitet hat. Gerade wenn man nicht den Bösen auseinandergeht. Naja, aber so richtig nett ist es ja auch nicht, ne? So, wir telefonierten lange, dann erfuhr ich am gleichen Abend, dass er wieder bei Tinder angemeldet ist. Ja. Kannst du abhaken, ja. Ja. Ich fragte ihn, er lügte erstmal wieder, log erstmal wieder, ja, was soll man da so noch zu sagen? Also, es ist. So, er sagte, er will noch Kontakt zu mir, aber aktuell keine Beziehung.
Ja, ich sag ja, das kommt immer auf Freundschaft plus raus. Das sind halt die Menschen, die nicht alleine sein wollen, aber auch keine Nähe haben wollen. Ist er wirklich nur verwirrt? Ist er ein Arsch, ein Narzisst? Das kann ich dir nicht sagen. Ist er nur ein armseliger Pluspol in einer Lebenskrise? Nee, so, das würde ich jetzt nicht sagen. In diversen Ratgebern habe ich gelesen, dass solch ein Verhalten bei Männern normal ist. Nee, das ist nicht normal. Oder das heißt normal, aber es ist, gehört nicht zum normalen Repertoire, wenn man in eine Beziehung reingeht, ne? Das wird als Rückzugsphase bezeichnet, nach dem ersten Verliebtsein. Ja. Dass man sich dann als Frau erstmal zurückziehen und in sein eigenes Leben stürzen soll. Ja, das ist ja immer gut. Und dass er dann wiederkommt. Ja, er kommt wieder, aber wieder nur zu krümeln, ne? Was ist deine Meinung dazu? Abhaken, 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 in Liebe gehen lassen, abhaken. Abhaken, abhaken, weiter daten, aber nicht ihn. Ich versuche mich an das starke und selbstbewusste Ich zurückzuerinnern, da wieder anzusetzen, wo ich war. Ja, mach die Kurse, Bänder trennen, betrauern, Freunde, all die Sachen, tut mir echt leid. Ja, vielleicht vor Ort mal mit jemand sprechen. Auch wenn ich ihn vermisse, ich denke, du nennst das Entzug. Ja, ich weiß, das ist menschlich, echt. Das ist völlig in Ordnung, wirklich. Das ist nichts falsch mit dir, ne? Du hast halt Gefühle. Höre ich endlich mal auf meinen Verstand, der sagt: Abstand, Leben weiterleben und dich hinterherlaufen. Brauchst kein Coaching mehr. Wenn es so sein soll, kommt er wieder. Und zudem will er auch meine weibliche Würde und will ich auch meine weibliche Würde und Stolz behalten. Vielen Dank für dein Feedback. Ja, hiermit gegeben und wir werden uns bald wiedersehen.